Eines der spannendsten Spiele auf dieser E3 und der schärfste Konkurrent für die GTA-Serie ist Mafia 2. Wir haben es gerade hier bei Take-Two hinter verschlossenen Türen gesehen. Es war die Mission, wo Vito in eine Destillerie einbricht. Die kannten wir eigentlich schon. Es gab aber davor und dahinter noch einige neue Sachen zu sehen. Unter anderem, wie Vito eben durch das winterliche Empire City fährt. Auf schneeverstreiten Straßen, da gleiten die Autos dann auch entsprechend um die Kurven. Der Schnee liegt auf den anderen Autos obendrauf. Das ist alles hochgradig stimmungsvoll. Und dann geht es also in diese Destillerie rein, in die Nahkampfgefechte, die einen deutlich größeren Schwerpunkt haben als bei GTA, die auch flexibler, vielseitiger ausfallen, was auch daran liegt, dass es viele Skriptsequenzen gibt, dass man auch mit Buddies unterwegs ist, die dann entsprechend in den Kampf eingreifen. Und nach dieser Mission geht es wieder raus auf die Straßen. Da gehen also auch Zwischensequenzen fließend ineinander über. Das alles ohne Nachladezeiten. Das Beeindruckende an Mafia 2, abgesehen von seiner Inszenierung, ist vor allen Dingen auch die Technik wieder. Die Sachen brennen, wie die Leute, nicht nur wie sie sich bewegen, sondern auch die Mimik, wenn man in den Zwischensequenzen richtig in den Gesichtern lesen kann, das alles macht einen ganz großartigen Eindruck. Kombiniert mit dieser offenen Welt und der tollen Inszenierung ist das ein sicherer Kandidat auf einen Hit.